Hallöchen, und da wären wir wieder bei Microsoft Flight Simulator. Wir fliegen direkt weiter. Ich hoffe, dass mein Mikrosound jetzt weiterhin aufgenommen wird, weil irgendwie macht mir der Fraps manchmal einen Strich durch die Rechnung. Wenn die Aufnahmepausen zu kurz sind, dann frisst das ab und zu mal den Mikrosound, und das ist nicht toll. So. Okay, da hinten sehe ich dann schon wieder Land. Ich habe hier, was mich hier so ein bisschen stört, ist, ich habe auf dem GPS keine Karte, so wirklich irgendwie. Ich habe zwar hier so alles ein bisschen grün. Ich kann ja mal drehen und da habe ich so einen schönen Regenbogen. Der sagt mir aber nichts, was das zu bedeuten hat. Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt noch weiter drehe, hat er dann gar nichts und dann ist aus. So, da habe ich hier Wegpunkte. 40 Meilen, 80 Meilen oder 20 Meilen. Die Range der noch runter auf 80 Meilen, das reicht vollkommen aus. Aber auch da habe ich keinen Durchblick, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Ja. So, das Ding, da ist der Strich immer noch nicht. Kurswähler. Wähler nach 1. Der Steuerkurs ist 338 und wir sind auf dem Kurs 334. Sehe ich das jetzt richtig so? Dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der fliegt ja, laut dem Schalter fliegt der nach GPS. Schalten wir mal nach. Was tut er dann? Er hat sich ja einiges wieder ausgeschaltet. Dann ist er bloß noch auf Höhe halten eingestellt. Und ich kann ja selbstständig wieder runterladen. Soll er ja aber nicht machen. Da sucht er sich seinen Kurs dann, der irgendwie eingestellt ist. Irgendwie. Naja, mal schauen. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Entfernung 20 Meilen. Und ja, ich muss wieder... Sollte ich da wirklich näher kommen, muss ich wieder recht tief gehen. Überhaupt was am Boden zu sehen. Warte mal, wir haben doch auch die Option nächste Flughäfen. So direkt gibt es keinen Button dafür. Achso, ich habe den Flight Plan eingeschaltet. Mensch, sagt mir das doch. Waypoints? Nee, das ist hier fast doch. Ich denke, KSD. Lassen wir jetzt mal hier drehen. Und zwar muss ich nach ESOK. Hier mal ESKO. Der wird noch gar nicht angezeigt. Mein Dingens. Flightplan. 15 Meilen. Angeblich bin ich ja schon wieder ganz schön nah. Oh, ich glaube, davon ist er doch schon. Hier, Mensch. Das ist ja der Wahnsinn. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen Höhe wegnehmen. Gehen wir runter auf 3000. Und dann mal schauen, ob wir die Leute schon anfunken können. Dann ist der nächste Flughafen. Karlstadt. Karlstadt kontrolliert worden. Vollständig landen.
Ein Flug links gegen Anflug Landebahn 21. Gegen Anflug links. Okay. Heißt, ich muss jetzt links vom Flughafen vorbei? Oder soll ich den Flughafen links halten? Ja, ich halte den Flughafen jetzt einfach mal links, ansonsten muss ich ja vor die Kurve drum fliegen. Und das möchte ich ja auch nicht. So, jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn ich jetzt nach HDG fliegen möchte. Halt, anders. Ah, das funktioniert sogar. Gut. Bin begeistert. Aber vernünftiger Gegenabflug ist das nicht. Das ist ja eher ein verschränkter Schiefabflug. So. Ja, wenn wir die Richtung weiterfliegen, denke ich, kriegt man einen guten Winkel, dass wir da nochmal wenden können. Was hat er gesagt? Welche Landebahn? Landebahn 21. Ja, bin ich gespannt. Landebahn 21, das ist dann 210, oder? Kann das sein? Das ist 012. Wir fliegen jetzt nach 33. Ah, und da in die Richtung ist die Landebahn. Also 210. Alles klar. Ist dann das Ende hier. Nee, das. Ach, ich hab's noch nicht so richtig raus. Ich steig da noch nicht ganz dahin, aber ich denke, das kommt noch mit der Zeit. Ich denke, das kommt noch. Zumindest funken die Leute jetzt mal wieder mit uns. Das finde ich ja schon mal schön, dass sich da mal wieder meldet. Und die Kiste, die schaukelt ganz schön. Sind wir denn jetzt schon bei? Ja, jetzt sind wir bei 3000 Fuß. Das halten wir auch erstmal. Sind wir tief genug? Eigentlich schon bald zu tief. Doch, sind wir mit Vollgas unterwegs. Und ich bin jetzt eigentlich doch recht verblüfft, dass ich durch die Rumprobiererei trotzdem die Sache irgendwie gefunden habe jetzt. Und dass die Kiste nicht gleich abgeschmiert ist. Das ist ja oberste Priorität, dass wir die gute Maschine heile halten. Wir schauen mal nach hinten zu den Passagieren, was die so machen. Wo sind sie denn? Ja. Na Leute, wie geht's euch so, hä? Ja, euch geht's gut? Mir geht's auch gut, das ist schön. Habt ihr eigentlich irgendeine Beschäftigung, die ihr hier tun könnt, nicht? Kein Licht, das ihr anschalten könnt. Und ihr seid schon arme Schweine. Schauen wir mal zum Fenster raus hier. Und wenn Sie jetzt nach vorne links schauen, können Sie nicht den Flughafen sehen. Weil Sie die ABCD-Säule oder so im Blickfeld haben. Ist ja auch egal. So, das soll dann die 2D-Cockpit-Ansicht sein. Da ist er. Wir fliegen weiter. Wir gehen noch ein bisschen nach links, dass wir dann die Einflugkurve da ein bisschen schöner machen können. Und meine Frames kacken gerade mega ab. Was ja leider öfters mal der Fall ist. Mal sind die schön stabil und mal kacken sie voll ab. Ich hoffe, dass ich hier das Richtige tue. Melden die sich dann nochmal bei mir, wenn ich dann so weit bin? Ich hoffe es doch. Aber schöne Landschaft, auch hier liegt ein bisschen Schnee rum. Fällt gerade auf, ich habe jetzt glaube ich gar keinen. Da habe ich ein Thermometer hier irgendwo drin. Beifahrersitz gehen. Was sagt überhaupt mein Tacho? 0,7 Stunden. Bin also noch nicht wirklich oft mit dem Teil geflogen. Nö, also Thermometer und so ist ja nicht. Ja, hier habe ich auch noch was eingeschaltet gehabt. Auch das. Funkhöhenmesser. Ja, weiß ich nicht. Da hier habe ich noch was eingeschaltet. Und
Entfernungsmessgerät. Ja, weiß ich nicht. So, wo ist der Flugplatz? Der Flugplatz ist weg. Da hinten ist er. Darf ich den zu langsam eindrehen oder besehe ich die Sache? Ich gehe mal noch ein bisschen runter. Wir gehen mal auf 2500. Melden die sich nochmal bei mir oder? Ich muss doch. Könnt ihr euch jetzt sagen, weil wir melden? Ich komme gerade ein bisschen allein gelassen vor. Ich denke, ich drehe jetzt. Drehe ich jetzt ein? Höhe? Erreicht. Wir gehen noch weiter runter. Bisschen. Nochmal 500 Fuß, das reicht. Und ich drehe jetzt bei. Halt in der Richtung. Oh, 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 oh. Ja, da kommen wir ganz schön niedrig, da kommen wir ganz schön niedrig. Also tiefer dürfen wir jetzt nur echt nicht mehr. Wenn es nicht sogar schon zu tief ist. Gehen wir wieder ein bisschen hoch. Weiter, 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 weiter. Ah, ich komme beschissen drauf, schätze ich. Vielleicht einfach mal melden. Oh, du Scheiße. Ja. Okay, Keule, nimm das Steuerhorn in die Hand und mach das selber. So. Oh, die Frames. Oh, Mensch. Irgendwas macht der Rechner wieder, was er nicht machen soll. Komm, bringt mir jetzt die verdammte Landeerlaubnis, Mensch. Ich stelle mir jetzt höher und ich sehe nichts. So. Seiten rauskommen, so schätze ich mir so wirklich. Immer ein bisschen Karacho weg hier. So, es ist eine Uhr. Darf ich jetzt oder darf ich jetzt nicht? Freck habe ich eigentlich noch nicht bekommen. Oder sind ja noch andere on the way. Ollala, ollala. Oh, ich sollte vielleicht mal, solange ich jetzt noch ein bisschen stabil bin, mal durchschalten. Das Zeug hier anschalten. So. Landbahn 21. Jawohl. Streckenfreigabe steht hier. Habe ich jetzt ein Problem? Wo zur Hölle ist der Flughafen hin? Ich habe zu lange gedillert. Ach nee, da ist er noch. Hat sich aber auch genau zwischen der Mittelsäule versteckt. Ah, Mensch. Scheiße. Da müssen wir immer noch mega schnell. Ich fahre mal die Landeklappen im Eis aus. Mensch, jetzt mach doch mal die Ansicht hier, bitte ich. So. Das ist doch schön. Wir sind noch ganz schön hoch. Wir sind zwar ganz schön hoch, aber wir sinken. Das wird doch. Das krieg ich mal auf die Reihe, das sieht gut aus, Mensch. Aber wir sind immer noch mega schnell. Schauen wir die Landeklappe noch eins aus. Wir sind viel zu hoch, wir sind viel zu hoch.
Jetzt nicht rumspacken hier. Jetzt, wenn es interessant wird, darfst du nicht rumspacken. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Immer noch viel zu schnell, wir sind immer noch über 120 Kilometer. Jetzt werden wir zu langsam. Chaka, chaka, chaka. I'm coming. Oh, wir sind sogar auf der richtigen Landebahn mit. Nice. Jetzt können wir direkt nehmen. Uah, zu steil, zu steil, zu steil, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Aber ging, war gar nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Jo, ich bin unterwegs. Jetzt fangen sie gerade an, mich zu nerven, bis ich hier runter bin. Ja, ging noch. War doch eigentlich. Naja, okay, der Anfang, der war ein bisschen skandalös. Aber ansonsten war es eigentlich ein recht angenehmer Flug. Wetter hat gepasst. Wir haben es gerade mal kurz nach 8:45. Geht doch. War ein schneller Flug. Wir können ja auch mal wieder einen längeren machen. Ja, 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 ja. Ich bin ja unterwegs, ich bin ja unterwegs. Ui. Ja, jetzt lass mich erstmal anhalten, Mutti. So, oder? Okay. Zum Parkbereich möchte ich gerne. Zum Parkbereich. Auf Runde N. Wolfreckau, bestätigen. Fortlaufende Rollanweisung. Ja, das weiß ich nicht, warum das da backt. Aber Rollweg N, das dürfte nicht so schwer sein. Ich schätze mal ganz einfach, das ist da vorne, wo, das, wo der andere Kollege steht. Wir sind ein Frühaufsteher, die Sonne ist gerade mal aufgegangen. Ja, wir haben den ersten Flug wieder hinter uns. Und wir kommen immer mehr Richtung Norden, immer mehr Richtung Nordkap. Und ich kann es schon fast nicht mehr erwarten. Okay, allgemeiner Parkbereich. Dann stellen wir uns mit dem die Cessna oder dem das größere Teil? Ach komm, wir stellen dem die Cessna. So. Schöne Kettlinien folgen. So halbwegs zumindest. Los geht's. So. Anhalten. Und schon wieder hoch ist wieder so. Dann machen wir die ganzen Lichter hier aus. Ach Mensch. Aus. 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 Tragflächenlichter. Aus. Die habe ich die ganze Zeit angehabt. Und jetzt müssen wir gucken. Machen wir aus. Generator. Okay. Das lassen wir. Start. Habe hier nichts. Aus. External Power. Aus. Battery aus. Avionics aus. Die aus. Aber irgendwie kriege ich den Motor nicht aus. Irgendwie kriege ich den Motor gerade nicht aus. Anlasser.
alles aus. Ja. Zündung ist aus. Anlasser ist aus. Ja, es gibt halt irgendwie keinen Zündschlüssel, ne? Irgendwie keinen Zündschlüssel. Das? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich krieg die Kiste jetzt nicht aus. Warum auch immer. Da verabschiede ich mich halt so mit laufendem Motor. Und sage, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Willkommen in Karlstadt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.